Herzlich willkommen zurück zu der Hölle. Ja, zu Hölle, ja. Wir sind Hölle, Hölle, Hölle. Oh, dieser Shortcut. Boah, das ist krass, ne? Bosshaft. Was ich hier so freigeschaltet habe, der geht nicht, schade. Ich wollte den noch ein bisschen shorter machen. Aber du müsstest dann so ein, warte, hier so ein Zwei-Platz haben. Ja, ich baue. Warte, ich hab hast du Cobblestone? Ne, ich hab nix. Echt? Gut, dass wir die Folge wieder so richtig produktiv beginnen. Ja, wollte gerade sagen, warte. Ich hol kurz was. Hier, pass auf. Pass auf. Dann. Ja? Dann. Achso, du machst, okay. Dann. Ja! Oh, Entschuldigung, das steht mir dauerhaft im Weg. Au. Hören Sie mal auf, in mir drin zu sein. Oh mein Gott, okay. Sieht mehr aus wie Moonwalk, aber naja. So, gut. Genug rumgedödelt für heute. Ja. Wir haben uns natürlich wieder einiges vorgenommen. Erstmal herzlichen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt, natürlich. Ja. Wir hoffen, ihr sie wieder beglücken zu können heute. Ich beglücke hier gar keinen. Ja, ich schon. Du bist hier so die Koala-Hure, ja? Ja. Das ist aber ganz schön eklig. Das ist die Natur. Wir haben trotzdem was vor. Das ist das System. Ja, genau. Und zwar, wir wollten, oder ich habe ja letzte Folge, glaube ich, die Idee gebracht, dass wir uns eine Mistcraft-Welt machen mit ganz vielen Ores drauf und so. Wie gesagt, da habe ich mich jetzt noch nicht informiert, leider. Es ist Schavo dran schuld, aber wir brauchen jedenfalls. Wir brauchen jedenfalls so Mistcraft-Pages und die bekommen wir von Villagers, die dann mit uns traden. Mhm. Aha, ja, aha. Und da wir noch kein Villager-Dorf gefunden haben, dachten wir uns, wir machen heute mal eine kleine Exkursion und suchen ein paar Villagers. Klassenfahrt! Was sagst du dazu? Ist cool, oder? Ja, ist cool. Ja, wir haben das eben abgesprochen, das überrascht mich jetzt eh nicht. Aber die Zuschauer wussten das noch nicht. Ach so, ja, aber warum fragst du mich denn, ob es cool ist? Ja, keine Ahnung. Ich meine, wir machen nur coole Sachen, steht sowieso außer Frage. Stimmt. Ich brauche halt irgendwie so eine Zustimmung, weißt du, so eine Versicherung, dass ich auch... Ja, das sind immer diese unsicheren Leute, die immer zustimmen brauchen. Ich weiß schon. Weißt du, die Coolen, denen ist das scheißegal, ja? Die machen, was sie wollen. Ich hatte aber noch gesagt, wir warten noch, bis die beiden Uranium Cells fertig sind, oder? Und jemand hat gesagt, ich soll sie suchen tun, dann geht das schneller. Angeblich. Weil dann können wir nämlich die 4 nachlegen und dann, weißt schon, wenn wir weg sind, dann produziert es halt. Also müssen wir es ausschalten dabei. Okay, das heißt, ich gucke jetzt noch die nächsten 20 Minuten, wie hier die Zeit runterrattert und dann... Oh, das ist ja spannend. Ich schau mal zu Cory. Dann brauchen wir auf jeden Fall ein spannendes Thema. Haben wir noch Yu-Yu-Meta-Zeug? Also Scrap? Nee, nicht mehr, ne? Nee, nicht so viel. Also warte, ich schau mal Scrap. Nee. Aber ich kann es mal wieder einschalten, wir haben nämlich schon wieder... Was drin? 9 Stacks, 9000 Cobblestone, 9,5000. Juhu! Das heißt, ich mache jetzt einfach hier so BÄM, dann produzieren wir schon wieder Scrap. Nice. Richtig Boss, was? Ah doch, wird schon rausgenommen. Ich dachte gerade schon. Schau ich noch zu Quarry runter, weil wenn die eigentlich... Jetzt hast du das Portal hier weggetan. Was? Ich habe überhaupt nichts weggetan. Hier war immer ein Portal für dich, von dir. Ein Portal für dich von mir. Ja, das war ein Portal deswegen, weil ich einen Shortcut gebaut habe. Das war ich weiß schon. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, genau, weil die Quarry ja bald an... Also ziemlich weit unten ist und da finden wir dann hoffentlich ein bisschen Lapis und dann könnten wir uns noch ein Solar Panel craften. Das ist natürlich sehr vorteilhaft. Ja, oder wir warten halt, bis wir Mystcraft benutzen können. Oh, das noch länger dauert. Überall craften. Ich könnte eigentlich mal in unsere Kiste schauen, warte. Oh, so viele Spoils back. Und eine Miniature Red Heart. Warte, was brauchen wir gleich noch für den Heart Container? Das habe ich verdrängt. Das ist schon Ewigkeiten her, Raffi. Heart Canister. Ach, stimmt, da brauchen wir doch die Necrotic Bones dafür, gell? Ja, und die kriegen wir ja nicht so leicht. Ja, die kriegen wir im Nita, gell? Ja, wir haben die bisher auch so massig bekommen, ne? Ja, klar. Das stimmt schon, ja. Sag ich doch. Ja, Raffi. Das wäre doch voll cool, wenn wir so Hard-Containers hätten. Ja, das wäre schon voll cool. Ja, es wäre doch auch voll cool. Ja. Ich schau kurz ins Meter. Warum nervst du mich eigentlich immer so, Raffi? Ja? Wie lange haben wir noch? Oder scheißen wir einfach auf das Nuklearkraftwerk und gehen einfach los? Ja, also ich würde darauf scheißen. Also ich scheiß nicht in ein Nuklearkraftwerk. Ich glaube, das explodiert ist gesund. Nee, auch so, dann werde ich nachher von Exkrementen angegriffen, weil die zum Leben erweckt wird. Gut, also ich habe das Kraftwerk jetzt ausgeschalten. Welche Richtung gehen wir dann? Nord-Süden. Nord-südlich bin ich für. Nord-südlich, okay. Also ich gehe jetzt gerade schon. Ich düse schon los. Nicht so schnell. Ich komme gar nicht hinterher. Und jetzt gehe ich West-Osten. Ja, das ist aber die falsche Richtung. Wir müssen nord-südlich. Ach so, okay. Komm, wir würfeln drum.
Würfel. Ich überlege mir eine Zahl zwischen 1 und 4 und du ermittelst daraus die Himmelsrichtung. Okay. 3. Ja, das wäre doch dann Süden, oder? Keine Ahnung, da gibt es überhaupt keine Logik für, aber dann gehen wir jetzt nach Süden. Okay. Süden ist eh wärmer. Bei uns liegt ja so viel Schnee gerade, das ist unglaublich. Ja. Ja. Auch wenn man mal hier guckt, wir gehen in den Süden, da ist Schnee. Stimmt. Aber ich muss sagen, das haben wir jetzt gerade echt exzellent gelöst, ne? Wie wir das so entschieden haben. Ja, schon, ja. Also. diese Logik sollten wir öfter einbinden. Kommen wir auf jeden Fall weiter. Ja, ich dachte halt, Norden ist 1, dann ist Osten 2 und Süden ist 3. Und Westen 4. Kann ja auch Süden 1 sein. Ja, bei mir aber nicht, aber Norden ist doch immer das, was oben steht. Und was oben ist, ist immer 1 eigentlich. Bleibst denn du? Ja, ich verbrauche nicht so sehr mein Jetpack, ja. Boah, ey. Achso, hast du ein Portal gesetzt? Ja, ich habe 2 Portale. Ja, ich habe auch 2 Portale gesetzt, da kann nichts schief gehen. Aber weißt du, was wir eigentlich. Ja, gut, das müssen wir jetzt nicht jetzt unbedingt machen. Aber was wir machen können, ist. Mit Boote. Mistcraft kann man sich ja auch teleporten. Also kann man sich so Bücher hinstellen, auf so Pedestale, Pedestals halt. Auf so. Wir ein Boot bauen, Raffi? Boah, jetzt bin ich schon. Ja ganz ehrlich, guck mal, das hält das Jetpack doch nicht durch. Deinen fetten Körper da in der Luft zu halten. Meine Eier sind so schwer. Ja, ich baue mir jetzt ein Boot. Ja, ich auch. Ich baue mir Stopp. Nein, ich will ihn abbauen, du darfst das nicht mit deiner super Axt. Okay. Doch, darfst du. Ich wollte nur meinen Holz weg. Das ist mein Holz, davon kriegst du nichts ab. Okay, warte, ich nehme ein bisschen mehr Holz mit. Falls wir nochmal irgendwas brauchen. Noch ein Boot. Ich meine, ich verschleudere die immer. Bei mir gehen die am Ende immer kaputt. Ja, eben. Hast du gebaut? Nein. Ich will die Kiste abbauen. So. So, auf geht's. Los geht's! Ja, Sailing. Ich habe nämlich keinen Bock, nachher komplett zu laufen, weil mein Jetpack leer ist. Ja, deswegen habe ich ein Portal dabei. Ja, ich meine auch so, wenn wir noch auf der Suche sind. Ach so. Weil das dann schon leer ist. Boah, hier kommt richtiges Assassin's Creed Black Flag Feeling auf. Ja, pass auf, ich hol die Kanone raus. Nein! Hilfe! Schnell entern! Oh Mann. Oh Gott. Also, bin ich schneller als du oder sieht das nur so aus? Du bist bei mir gerade auf der Minimap. Ah, jetzt bist du hinter mir. Du warst gerade auf der Minimap weg. Hier bin ich gerade vor dir. Also wir liefern uns gerade ein hartes Rennen bei mir. Oh, bei mir nicht. Du bist gerade hinter mir. Ich hab mein Boot gerade in dir versenkt. Nein. Das ist ziemlich eklig. Ja, finde ich auch. Also ich muss ja sagen, bei diesem Bootgedrisse ist es eigentlich immer am Lecken, ne? Das haben die bis heute nicht gut hinbekommen. Ja, das ist genauso wie bei den, wenn du irgendwo einsteigst oder so. Bei Minecraft ist es doch auch, oder? Na, ich weiß es nicht. Also so schlimm ist es mir nur bisher aufgefallen hier beim Bootfahren. Wollen wir hier einen kleinen Hafen bauen? So neue Kolonisation und so, weißt schon. Nicht? Okay. Können wir auch ein andermal machen, oder? Ja. Nein, ich will raus aus dem Boot, ich will sagen, kaputt. Vielleicht ist es ja hier irgendwie so der Dings. Dann mach's doch, lass es doch. Ich will mein Boot haben. Boah, ey. Cool. Vielleicht kommt ja noch ein See. Ich hab doch nicht Holz unendlich. Ja, ich schon. Da soll ich so viel Holz nehmen? Holz ist Mangelware. Wir können ja hier auf Anno 1404 machen und dann die einzelnen Inseln alle besiedeln und. Ja, genau. Das hab ich letztens wieder gezockt. Das ist so süchtigend machend. Süchtigend. Ja. Ja, ich habe das vorher auch viel gespielt. Auch das neue Anno fand ich gar nicht mal so schlecht, auch wenn das ja halt nicht mehr so der Stil ist, ne? 2070. Ja. Ja, ich weiß nicht, das ist mir schon zu kompliziert. Da musst du ja dann irgendwie unter das Wasser gehen und was weiß ich alles. Ja, musst du ja nicht. Ja doch, damit du fortschreitest schon. Bist du hinter mir eigentlich? Ja, das kam ja erst später dazu, ne? Ich bin gerade auf dem Weg nach Süden, aber ich bin gerade irgendwo hängen geblieben, deswegen. So. Weil hier ist schon wieder, denkst du. Ich seh dich. Kann ein bisschen an der Küste lang rein eigentlich. Alter, hier sind so viele Bäume. Du musst auf den Bäumen rumparkouren. Ja, ich bin aber kein Assassine. Ich bin ein Fettassine. Ich bin Margarine. Ja, das glaube ich dir sofort. Sehr fettig. Ja, wo gehen wir hin? Ich bin jetzt ein bisschen nach links gegangen, aber hier ist glaube ich auch nichts. Obwohl sich die Area hier schon ziemlich waldig und grün ist und schön. Na gut, aber ich hätte jetzt eher in der Wüste gesucht. Ist meist besser, ne? Meinst du? Für Dörfer. Ja, also ich finde, in der Wüste gibt's mehr Dörfer. Oh, hier ist ein Busch. Oh. Wahnsinn. Unglaublich. Hier ist ein See, ein fetter. Ich sollte vielleicht auf dich warten, gell? Jojo, das wäre ganz nett. Läufst du jetzt ein bisschen im Landesinneren? Ja, ich bin einfach nach Osten gegangen. Was ist das denn da? Muss ich nicht nach Osten kommen? Ja, doch, ich komme. Aber hier ist... Ach so, ist das... Moment, was ist denn das? Was ist denn das für Gestein hier? Ist das Marmor? Da unten bist du. Bau doch mal ab. Quarried Stone. Quarrierter Stein. Aha.
Brauchen wir das? Kann man daraus irgendwas machen? Okay. Nö. Vielleicht so? Nee. Der Fug. Ist aber schön. Der ist einfach nur schön. Ich nehme mal mit, gell? Der ist schön alles. Ohne Textur. Ja, dann gehe ich jetzt mal ein bisschen vor. Du holst mir sowieso ein. Whee! Aber ich finde, das ist eigentlich recht schön, die Area hier mit dem Stehen in der Mitte. Ja, aber... Na gut, was uns fehlt, ist halt der See. Aber sonst ist das ja wahrscheinlich dasselbe Biom, wie wir haben, ne? Jo. Gehst einfach nach Osten? Ja. Okay. Hier kommt wieder Wasser. Boah, dann würde ich sagen, wir düsen weiter nach Süden. Das ist aber ein See, gell? Da kommst du nicht weit nach Süden. Das ist nochmal Quarrystone, ja meine Güte. So, ja, welche Richtung? Weiter Osten oder weiter Süden? Ich hätte Süden gesagt. Hard Backboard. Ja. Was ist eigentlich Steuerbord und was ist Backboard? Steuerbord ist, Moment, Steuerbord ist rechts. Woher weiß man das, oder? Weil... Also ich merke mir das, ich meine es mir so gemerkt zu haben, dass Steuern, also das geht alles von den Engländern aus und bei den Engländern ist das Steuer rechts. Deswegen ist Steuerbord rechts. Hast du gerade links gesagt? Ja, das war, nee, ich habe rechts gesagt. Dann hast du links gesagt. Die haben das Steuer rechts, habe ich gesagt. Ja, das stimmt. Aber du hast gesagt, dass das Steuerbord links ist. Aber du meinst, dass es rechts ist. Jetzt es ist rechts. Okay. Also so habe ich mir das mal gemerkt. Oder ich meine es mir so gemerkt haben. Juhu, Schneebiom ist ja spannend. Ist doch geil. Da hole ich jetzt mein Boot raus und dann fahre ich Schlitten. Oh geil, Schlitten, ja. Auf noch geht's. Eins drin, oder? So ein Schlitten? Gibt's bestimmt einen Mod. Die ruckelt bestimmt wie Sau. Ja. Was ist da am Leuchten? Was warum leuchtet? Achso, das ist hier. Lava. Ey. Ist das Lava? Ne, das ist so ein Bienenstock. Achso, okay. Ich kann ja mal eine Kommentarfrage beantworten. Genau. Wir so voll durch die Gegend chillen. Da habe ich mal eine recht coole Frage gesehen. Und zwar, es ist ja das neues Jahr und so und Vorsätze und so, gell, und so weiter. Und da ist die Frage, warte, wo ist denn das jetzt? Habe ich die nicht aufgeschrieben oder was? Ja, danke dafür auch. Ach, scheiße, da kann ich die nicht dran nehmen. Dann kommt die nächste Folge vielleicht. Ja. Egal, dann nehmen wir eine andere und zwar von ThePringles09 und zwar fragt ihr, würdet ihr lieber taub, blind oder stumm sein und ihr könnt nicht nichts wählen. Bist du weiter nach Süden? Also, ja, so ein bisschen südöstlich bin ich gerade. Also taub, blind oder stumm? Also eins von dem, ja? Ja. Oder kannst auch alle nehmen, wenn du willst. Ja, das ist klar, ich mach so auf, wie hieß sie? Ja, weiß es nicht mehr. Es gab da eine so taub, stumm, blinde. Echt? Irgendwas mit Helen oder Helene? Helene Fischer. Nee, die ist taub, stumm, blind. Oder hier reitet ein Skeleton auf dem Slime, auf dem blauen. Echt cool. Warte, wo bist denn du? Im Süden. Ja, komm mal ein bisschen zurück. Ist da links so ein Swamp-Biom bei dir? Ja. Ja, komm mal ein bisschen zurück. Ich will dir zeigen. Oh, weißt du? Das ist voll cool. Es ist voll wichtig das auch. Das ist aber weg. Oh, nein, da ist er, haben. Komm her, komm. Putt. Auf dich jetzt hin und her gelaufen bin. Ja, ich eile doch. Mach doch mal langsam. Da schon. Weißer? Hier. Warte. Jetzt nimmt Schaden, er nimmt Schaden. Pass auf. Oh, ist das cool. Schon, gell? Das ist wie so ein Hüpfball, so ein Gummiball. So ein Gymnastikball. Ja, genau. Aber wir waren eigentlich bei einem anderen Thema. Ja, genau. Und zwar, wenn ich die Wahl hätte, wäre ich stumm. Stumm, meinst du? Weil ich glaube, das ist das, was mir den wenigsten Lebenskomfort nimmt. Weil ich jetzt bin, ich bin ja auch nicht so der Typ, der jetzt Ewigkeiten immer reden muss. Ich hasse das sowieso, so Diskussionen zu führen. Ich glaube, also manchmal wäre es auch gut, die dummen anderen Leute nicht zu hören, aber dann könnte ich keine Musik mehr hören. Das wäre schlimm für mich. Und genauso wie Sehen wäre auch schlimm. Also Sehen ist, glaube ich, echt das Krasseste. Weil dann könnte ich, also ist mir schon wichtig, irgendwie mal Sport machen oder sowas und ja, auch. Ich gucke ja auch immer gerne Film, ne? Ist ja auch ganz wichtig. Ja. Kein Kino. Du könntest mir nicht mehr auf YouTube zuschauen, das wäre auch schlimm. Ja, gut. Darauf kann ich jetzt auch verzichten. Oh, Dschungel. Kein Verlust, ne? Dschungel. Ja, kein Verlust. Ah, ist vielleicht ein Tempel. Ich glaube, ich würde auch eher stumm nehmen, weil ich. Es gibt ja diese taub. Nein, stumm. Nein, wie heißt das? Zeichensprache. Gebärdensprache heißt die. Ja, manche. Du Wortdschungleur.
Lass mich doch. Jedenfalls, es gibt's irgendwas für Blinde. Ja, für Blinde gibt's auch diese Punkteschrift da, wo du so fühlen kannst. Ja. Und für Taube? Ja gut, hast du auch die Gebärdensprache. Ja. Ja gut, aber ich glaube, ja, wenn ich jetzt ja gut, obwohl es ist ja so, wenn du taub bist, bist du meistens auch stumm. Ja, aber wenn ich eines von denen nehmen müsste, dann würde ich wahrscheinlich stumm nehmen. Ja, genau. Creeper, hallo? Hallo. Hallo. Süß. Ja, das ist nämlich dann dieser Deal, ne, wenn du dann, Alter, es ruckelt. Au. Ja, bei mir auch gerade. Welt hat neu geladen. Wenn du taub nimmst, dann kaufst du dir stumm eigentlich mit ein. Also, das ist ja so, du könntest ja reden, aber du weißt ja nicht, wie irgendwas klingt. Du kannst also das Element gar nicht benutzen, ne? Ja, kommt halt drauf an, ob das von Geburt aus hast oder erst später, irgendwie. Ja, gut. Durch einen Unfall oder so. Warum läufst du eigentlich nach Osten? Weil ich es kann. Nee, kannst du nicht. Also ich komme aus dem Osten, ja. Es zieht mich zurück in die Heimat. So, deinen ganzen Brudis. Oh, was ist das da links? Das ist eine Pyramide. Ah, ja, rechts meine ich. Ja, da ist auf jeden Fall Sand. Da beginnt die Wüste, das ist gut. Ja, Wüste ist ja voll gut. Ja, in der Wüste findest du eher ein Dorf als im Schnee. Das stimmt auch wieder. Was ist das hier? Warte, sind das diese Explosivblumen? Nee. Nee, da kriegst du Blaze Powder raus, wenn die abbaust, glaube ich. Die gleich mitnehmen. Ich lass die, das beleuchtet so schön. Ja und? Aber da kommen wir eh nicht mehr her. Das ist nur meckern. Ja, kann ich halt. Ja, das ist das Einzige, ne? Ja, und rennen. Aber hier ist auch nix. Waren wir da drüben schon? Da hört das auch schon wieder auf. Oh, Mann, da beginnt auch schon wieder ein Dschungel auf deiner Seite. Boah, ey. Ja, wie machen wir das? Das ist eine gute Frage. Zombie, lass mich in Ruhe. Hier ist voll komisch, hier ist so Stein zwischen Sand und so. Voll komisch. Vielleicht Meteoriteneinschläge. Vielleicht können wir Fossilien ausgraben oder Kopper, so. Kopper. Oh, so viel sogar. 8 Stück. Wahnsinn. Oh, da haben wir gleich mal unseren Kopper-Dings hier Vorrat gesichert. Ich bin oben. Ich bin der König der Welt. Ich tanze auf den Dächern. Was sind das denn für Bäume? Das ist der König der Möwen. Siehst du hier diese roten Bäume? Die da? Die sehen lustig aus. Ja, zumindest die Blätter sehen ganz komisch aus. Was ist für ein Holz? Was sagt mein Jetpack? Ah, Jetpack. Amaranthwood. Heart of Wood. Gleich mit dem. Your my heart. My heart will go on. Komm, wir machen heute eine schöne Singstunde. Also, ich bin Dieter Bohlen. Und wie ist der andere? Anders hieß der. Oder? Die ist anders. Boah, was ist das denn bitte? Anders. Hey, komm mal hier. Wo bist du jetzt hin? Ich kann jetzt nicht schon wieder zurückkommen. Doch, komm mal hierher. Das ist volles geiles Zeug hier. Was ist das? Das ist Apatite. Was war das gleich nochmal? Für was brauchen wir das? Appetit brauche ich zum Essen. Ja, das auch. Also nicht unbedingt. Es gibt auch Leute, das sind die diese essen kleinen Charts, oder? Ja, genau. Für was brauchen wir das gleich nochmal? Keine Ahnung. Die haben wir doch haufenweise im Lager, oder? Ja, weiß ich nicht. Schau mal nach. Also wenn du so ein Vorkommen findest, dann ist das wie Kohle. Da gibt es Tausende dann von. Nee, hier ist nur eins. Aber ein großes. Bestimmt ist es voll selten, ja. Ja, genau. Ja. Bist du heute noch Süden? Mit? Ich reise. Das ist aber voll unfair, dass ich wieder arbeiten muss und du dir einfach hier voll die schöne Reise gönnst. Ja. Ja, das habe ich aber so gebucht. Ja, ich meine, du hast hier Travel and Work gebucht, dann musst du auch ein bisschen arbeiten. Nee, ich habe Au-pair gebucht eigentlich. Oh, nee, das ist doch immer so mit sexuellen Leistungen, oder? Was laberst du? Einfach nur, wenn du so eine Einzelmutter hast. Kupfer. Die Hilfe braucht. Kupfer! Nehme ich mit, ne? Ich arbeite auch so ein bisschen für dich, damit du als Au-pair nicht so viel arbeiten musst. Das ist aber sehr nett. Kupfer! Ich habe nicht mal Fackeln dabei. Das ist traurig. Das ist sehr traurig. Mach dir halt welche. Hättest du jetzt Kohle abgebaut, ja? Hier war auch Kohle, da war ich jetzt zu voll für. Dabei, dann brauche ich nicht noch mehr Holz, dann müsste ich wieder einen Baum abbauen und dann könnte ich hier gleich ein neues Haus hinbauen. Das ist doch kacke. Bist du in... Ah, da ist da hinten, bist du. Ich sehe dich. Hi. I see you. I feel you. Wie, bitte? Wie kommt das zustande? Keine Ahnung. Oh, Alter, hast du den Bug hier gesehen? Nein. Komm mal zurück. Käfer? Nein, schau mal hier. Nein. Jetzt komm mal, Junge. Das seht ihr alles auf Raffis Kanal. Einfach nein, mal. Jetzt. Oh, jetzt boah, hier geht's auch voll nach unten, das ist voll cool. Aber hier ist schon wieder ein Meer. Aber hier ist.
Mann, du Nudel. Weißt du, da gehen wir schon was erkunden und dann interessierst du dich nicht mehr für die schöne Landschaft. Doch, klar, ich hab dir doch gezeigt. Bist du ein richtiger Jugendlicher, weißt du? Wenn du irgendwie nach London fährst oder so, ich will nach Hause und wieder zocken oder sowas. Ich war dieses Jahr in London und es war wunderschön. Ja, dein Zimmer oder was? Nein, ich war fast nie in meinem Zimmer. Was ist denn das? Ich war immer in der Bar im Hotel. Quatsch. Ich glaube, ich bin in einer Woche in London fast 200 Kilometer gelaufen, immer durch die Stadt. Wir wollten nämlich in die Taxi fahren, da waren wir zu geizig für. Und dann haben wir eigentlich alles erkundet, das war schon cool. Obwohl die am Ende echt immer die Füße wehtat. Ja, es ist meistens so, wenn du 200 Kilometer läufst. Ja, aber nicht am Stück. Also dann tut es noch mehr weh, aber sonst. Also hier ist auf jeden Fall eine Wüste, oder? Ist das ein Strand? Oder wo bist denn du jetzt, Mann? Ich bin ein bisschen nach Osten gefahren. Nach Osten? Bist du an der Wüste vorbeigecruised? Ein bisschen, und jetzt gehe ich rein in die Wüste. Ja, was? Boah, ey, dass du nie warten kannst, gell? Das finde ich so unsozial von dir. Dass ich nicht lache. Ja, ich habe immer auf dich gewartet, als ich dich verloren habe. Ja, jetzt komm, jetzt warte ich, los. Ja, wo bist denn du? Koordinaten sind 530, 3060. Du kannst ja nicht so weit weg gewesen sein, du hast mich davor noch gesehen. Ja, da, ich sehe dich. Ja, ich weiß schon. Da kommt er angefahren auf seinem Bötchen. Da hinten Ui. War Öl, gell? Voll krass. Was? Öl? Oh. Was hab ich mein Boot kaputt gemacht? Ist wieder so ein BP-Tanker verunglückt. Ja, ja. Aber was ist das für ein schwarzer Kaktus? Das ist wieder so ein Obsidian. Ja, was ist das hier für ein Stein? Salpeter. Salhans und Salpeter gibt. Alter, das kann doch nicht sein, dass es hier keine Dörfer gibt, oder? Ich habe eine Welt ohne Dörfer erwischt. Ja. Hier hat schon überall die Vogelgrippe gewütet. Und Ehek. Ja gut, ich meine, die Dorfbewohner sehen auch so ein bisschen aus wie kranke Hühner, ne? Ja, mit den dicken Nasen. Dorfbewohner! Dann. Ja, ich wusste es. Sehr guter Einsatz, ja. Wir funktionieren als Team. Ja. Aber das gibt's doch echt nicht. Hm. Vielleicht mögen die den Süden nicht, vielleicht ist es zu warm für die. Ja. Das könnte natürlich sein. Ja, Mann. Hier ist eine einsame Insel. Weiter. Ach so. Oh, hier hätte man auch bauen können. Guck mal, das ist so eine kleine Insel, die ist voll schön. Voll gut zu verteidigen, aber da hätte unser Boot nicht drauf gepasst, glaube ich. Ja, gut, denn naja, dann kriegt die so ein dünnes Podest und nach oben wird die ganz breit. Oh. Mit so ganz langen Türmen, weißt du? Oder gleich so eine fliegende Burg bauen. Ja. Willst du ein neues Boot bauen? Tülern Lehm, ich muss noch. Ja. Hast du ein. Ja, danke. Ich denke halt mit, Raffi. Du wolltest noch im Inventar hattest. Mein Inventar ist schon fast wieder voll. Soll ich mitnehmen oder bist du wieder? Nimm mal mit. Brump, 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 brump. Los geht's! Mein Schiff war gerade voll unter Wasser. Hast du erstmal rausgeschöpft, ne? Ja. Mit meiner Hand. Das kann aber lange dauern. Nee, ist schon fertig. Voll trocken hier. Sondern ich muss jetzt auf einmal pissen. Oh, bei mir ist gerade hier so ein Chunk kaputt. Ich glaube, ich falle jetzt runter. Nein! Das ist das Ende der Welt. Ich sinke! Jetzt tauche ich wieder auf. Also ich verliere auf jeden Fall Luft. Hä? Ah, ich tauche ganz langsam wieder auf. Jetzt bin ich wieder oben. Wie lustig war das denn? Bist du jetzt neben mir? Ich sehe dich nicht mehr auf der Karte. Wo bist du? Doch, ich sehe dein Boot, ja. Okay, gut. Bei mir bist du auf der Karte auch manchmal einfach weg. Ja, jetzt bist du wieder weg. Aber hast du auch den kaputten Chunk gesehen? Nö. Das war voll geil. Ich bin da reingefallen und bin dann auf der anderen Seite, als der neue Chunk begann, einfach wieder ins Wasser getaucht und so ganz langsam wieder aufgetaucht. Boah, das nice. War das. Hammerfett, oder? Schon sehr babohaft. Oh, das wurde zum Glück lange nicht mehr erwähnt, ey. Was? Schau, was wissen wir, der Babo ist, ey. Ach so, das meinst du? Warum erwähnst du das denn? Weil es nervig ist. Ach so. Oh, die Welt wurde wieder gespeichert. Juhu! Kann man alles in die Luft sprengen? Ja! Nee. Ich hab meinen Rev Igniter immer dabei, weißt du doch. Echt? In der Hose, oder? Ja, da habe ich einen dicken Rev Igniter. Nee. Der vernichtet alles. Der alles Vernichtende. Das ist sein Name. Oh Mann. Ich glaube, hier kommt gleich wieder. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, da kommt was. Sogar Sand, glaube ich.
Was oder? Großes. Ne, das ist eine Sandbank, schade. Oh Mann. Ja gut, dann schippern wir halt ein bisschen über den Ozean. Wir können die Folge hier beenden und dann so ein bisschen weiter cruisen. Ja, das ist eine gute Idee. Ja, also ich meine, wir haben jetzt neues Jahr angefangen, gehen wir jetzt erstmal langsam an, müssen gleich nicht voll heftig in die Technik einsteigen. Genau. Ein bisschen chillen. Alter, schon wieder neu geladen. Ja, bei mir auch gerade. Aber dann würde ich mal sagen, wir beenden es hier. Noch nicht auf die Insel gehen. Nein, ich fahre noch. Wehe, ich sag's dir. Ja. So, ich stehe. Los, ja, ich beende. Auch. Okay, dann vielen Dank fürs Zuschauen und nächstes Mal, weiß ich nicht, cruisen wir noch ein bisschen weiter. Mal schauen. Ja. Spontan sein. Gut, bis dahin.